Bei uns auch, also und ich wollte noch Glück und Silber. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lasst uns klatschen. Einfach Spitze, lasst uns klatschen. Einfach Spitze, kommen wir oben auf den Herrn. Vom Himmel herab und gib der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Ich freue mich, dass wir jetzt hier gemeinsam auch mit Jesus feiern können. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich glaube, Jesus, der freut sich auch richtig über dich und dass du da bist. Und in dem Evangelium von gerade, da haben wir gehört, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Hat jemand eine Idee, was das vielleicht heißen könnte? Ich bin das Brot des Lebens. Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. So, was kann höher sein, so tief? Was kann tiefer sein, so weit? Was kann weiter sein, so wunderbar groß? Unserer Hände, im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Ort und alle seine Bewohner. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott, alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ihn aufzunehmen, besonders dort, wo wir Arme aufnehmen, wo wir Flüchtlinge und Fremde aufnehmen, wo wir denen die Hand reichen, die vielleicht hier noch nicht ganz zu Hause sind, die erst kurz hergezogen sind, die noch Hilfe und Unterstützung brauchen, wo wir unseren Nachbarn die Hand reichen. An ihn wollen wir uns wenden, in den Fürbitten. Christus, du bist das Licht in der Finsternis. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib, dass alle, die hier wohnen, ihn aufnehmen und so Kinder Gottes werden und deine Herrlichkeit schauen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch und eure Hände Arbeit und über die Früchte der Erde herab und verbleibe alle Zeit. Amen. Wird jetzt in die Kirche zurückgetragen